Für einen Sonntagvormittag herrscht vor dem Münchner Polizeipräsidium in der Edtstraße heute viel Verkehr. Doch der Anlass rechtfertigt dies. Um 11.30 Uhr verkünden die obersten Kriminalbeamten, einer der spektakulärsten Mordfälle in der Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt ist gelöst. Pressesprecher Wolfgang Wenger präsentiert den Täter, Herrich A., 25 Jahre alt. Gestern Nachmittag kam der erste Erfolg. Die Beamten der Spurensicherung meldeten uns, dass am Tatort DNA-Material gesichert werden konnte. Das Bayerische Landeskriminalamt hat natürlich sofort einen Abgleich durchgeführt. Die Rechtsmedizin hat unermüdlich daran gearbeitet, ein DNA-Muster zu erstellen. Und dieses DNA-Muster ist schließlich durch die bundesweite DNA-Datenbank gelaufen und hat uns in den Abendstunden den Erfolg gebracht. Das Opfer, Rudolf Mooshammer, 64 Jahre alt, weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannt als Modeschöpfer, Selbstdarsteller, Paradiesvogel. Vergangenen Freitag, kurz vor 9 Uhr, möchte sein Chauffeur ihn aus seiner Villa im Nobelvorort Grünwald abholen und findet einen leblosen Körper vor. Als wenig später die Spurensicherung das Haus betritt, ist klar, hier wurde ein Kapitalverbrechen verübt. Als zweiter am Ort des Geschehens Mooshammers Leibarzt Dr. Arnulf Borchers. Der 70-Jährige war mit seinem Patienten zum Frühstück verabredet. Er kannte ihn seit 13 Jahren, besuchte ihn regelmäßig, unter anderem um Vitaminspritzen gegen Stress zu setzen. Und dort war ich etwa 10 vor 9 bei ihm. Und ich kam an, war im Auto vorm Haus gestanden. Und in dem Moment kommt schon sein Butler oder Chauffeur an und ruft: kommen Sie schnell, Mooshammer ist tot. Sagte ich, konnte ich gar nicht merken. Ich dachte, er hat einen schlechten Scherz gemacht. Und wir sind rein, in den ersten Stock. Und da sah ich ihn schon liegen, auf dem Boden, rücklings. Und was mir aber sofort auffiel, dass er pulslos war. Ich habe nur die eine Hand angefasst, die nach rechts neben ihm lag. Und Puls war nicht zu tasten, aber es waren bereits grausame Leichenflecken da, die sich erst nach Stunden entwickeln. Und der Körper fühlte sich ganz kalt an. Und das zweite Auffällige war ein Kabel um den Hals. Die Nachricht vom Tod Rudolf Mooshammers verbreitet sich in Windeseile. Seine Boutique in der Maximilianstraße, sonst Anlaufstelle für Schaulustige, verwandelt sich in eine Gedenkstätte. Es herrscht Fassungslosigkeit. Meine Gedanken waren verwirrt, ich konnte gar nichts mehr. Ich war beim Frühstücken, ich denke, ich schaue mal am Text, was die Politiker so treiben, ja, mit Spenden. Da waren Sie genauso. Ich habe meine Lesebrille nicht an, ich lese nur am Text, Moditzer, Mooshammer tot. Ich denke, ich habe mich verlesen, der heißt bestimmt Moosbacher aus Köln. Ich habe meine Lesebrille an und lese den Text. Ich war sprachlos. Ja, ich auch. Ich konnte nicht mehr, ich habe richtig gezittert. Das ist bestimmt vielen Menschen ans Herz gegangen. Der Tod des Rudolf Mooshammer. Eine Chronologie. Donnerstag, früher Abend. Sein Chauffeur hat Dienstschluss, der Chef selbst sitzt am Steuer des nachtschwarzen Rolls-Royce, als er sich aufmacht, um eine Freundin aus Schulzeiten zu treffen. Gemeinsam fahren sie in die Villa Romana, ein italienisches Restaurant, am Grünwalder Marktplatz gelegen. Im Lokal selbst ist der Herrenausstatter Stammkunde. An diesem Abend essen sie Babysteinbutt und Creme Caramel. Wirt Cataldo Sapia, der vor 7 Monaten das Restaurant übernahm, begrüßt Mooshammer bereits zum 3. Mal in dieser Woche. Und wo hat er gesessen? Er ist seine Seite, wo wir immer sitzen. Und ich war mit einer Bekannten, und das ist immer hier mit einer Dame, Madame. Hat gegessen und dann getrunken, ein bisschen Wein, und dann ist ganz normal einfach weggegangen und gesagt, auf Wiedersehen, bis nächstes Mal. Von der Villa Romana aus, es ist inzwischen gegen 21 Uhr, fährt Mooshammer zuerst seine Begleiterin nach Hause. Doch anschließend führt ihn sein Weg nicht zurück in die Robert-Koch-Straße 11, sondern in Richtung Innenstadt München. Die nächsten Stunden kurft er scheinbar ziellos durch das Zentrum. Lindwurm, Sendlinger und Landwehrstraße lauten die Stationen, dann passiert der Geschäftsmann den Hauptbahnhof. Hier findet er, was er sucht, ohne zu ahnen, dass es sein Verhängnis sein wird.
Er hat etwa vor Mitternacht am Hauptbahnhof den späteren Täter angesprochen. Er ist mit ihm eingestiegen ins Fahrzeug und dann nach Grünwald mitgefahren. Warum spricht Rudolf Mooshammer einen fremden Menschen an? Bernd Müller, Chefredakteur des Szene-Magazins Sergej München, kennt die Antwort. Mehrfach haben ihm Homosexuelle erzählt, mit welcher Taktik Rudolf Mooshammer Begegnungen mit dem gleichen Geschlecht suchte. Wenn er dann unterwegs auf der Pirsch war, dann hat er diesen Chauffeur zu Hause gelassen, hat sich selbst hinter das Steuer gesetzt und ist so an seine Lieblingsplätze gefahren. Das war oft in Giesing, im Stadtteil Giesing, unten am Englischen Garten oder auch in der Gegend Hauptbahnhof Viktualienmarkt. Hat dort junge Leute, die auf der Straße entlang gingen, angesprochen, hat sich hingestellt, hat den Fensterheber runtergelassen und hat sie meistens nach dem Weg gefragt. Das ist also eine Geschichte, die wir sehr oft gehört haben. Und wenn man ihm den Weg erklärt hat, dann hat er wohl ein bisschen so getan, als ob er es nicht wirklich verstanden hätte und hat die jungen Männer gebeten, doch einzusteigen, um ihm den Weg quasi vor Ort zu zeigen. Oftmals den Weg in die Maximilianstraße, den er sicherlich allzu gut wusste, ebenso wie den Weg nach Grünwald. Den kannte er mit Sicherheit selber auch. Aber das scheint so eine seiner beliebteren Maschen gewesen zu sein. Zurück zur Tatnacht. Irgendwann zwischen 23 und 24 Uhr hält Rudolf Mooshammer in der Schäftlarnstraße an einer roten Ampel. Ein Autofahrer erkennt auf dem Beifahrersitz einen jungen Mann mit weißer Wollmütze. Es wird einer von 200 Hinweisen sein, die die Polizei später erhält. Letzte Steine des Puzzles. Gegen 24 Uhr erreichen Mooshammer und Begleitung seine Villa. Der Rest ein Geständnis. Für sexuelle Handlungen war ein Betrag von 2000 Euro ausgemacht. Diesen soll Herr Mooshammer angeblich nicht bezahlt haben. Und dann kam es zum Streit. Und im Verlauf dieses Streits hat der 25-jährige Tatverdächtige Herrn Mooshammer ein Kabel um den Hals geschlungen und ihn erdrosselt. Perisch A., 1,80, kräftig, sucht nach Geld. Dann verlässt er den Tatort mit der ersten Straßenbahn. Um sein Aussehen zu verändern, rasiert sich der Iraker den Schädel. Dennoch lässt er sich gestern gegen 22 Uhr widerstandslos von einem Sondereinsatzkommando in seiner Wohnung im Stadtteil Sendling festnehmen. Ein unauffälliger Mann, der gerne diese Spielhölle am Hauptbahnhof besuchte. Er kam 2001 nach Deutschland, lebt seit 2002 in München, arbeitet hier in der Gastronomie, hat finanzielle Schwierigkeiten, wie er uns in der Vernehmung geschildert hat. Und hier scheint natürlich auch das Tatmotiv zu liegen. Der Stachus, ein Fastfood-Restaurant. Seit Oktober arbeitet Herisch A. hier. Eingestellt wurde er von Naim Abidi. Herisch A., der sich in der Vernehmung selbstmitleidig über Reiche beschwert, verdient im Schnellrestaurant 7 Euro die Stunde. Hat er Ihnen mal was gesagt von finanziellen Problemen, die er hat? Nein, darüber hat er niemals was gesagt und er hat auch nie Vorschuss von uns verlangt. Und also über seine Finanzanlage wissen wir nichts, weiß ich nicht. 2004 wird Herisch A. aktenkundig wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung. Die Verfahren werden eingestellt, dennoch bleibt sein genetischer Fingerabdruck gespeichert. Also ich glaube es immer noch nicht, dass er damit zu tun hat, weil ich habe ihn nie erlebt, dass er war aggressiv. Auch wenn es ist stressig war bei uns, wenn viel los ist, er hat sich immer ganz normal weitergearbeitet, wie auch wenn nichts los war. Und auch wenn wir haben ihn auch was verlangt, er hat immer seinen Job korrekt gemacht. Also ich schätze ihn nicht ein aggressiver Mensch. Ortswechsel. Trauer bei der Sicherheitsfirma PSG. Geschäftsführer Werner Wittek begleitete Mooshammer seit rund 10 Jahren. Er warnte den prominenten Kunden immer wieder vor dessen nächtlichen Eskapaden. Ja, das war natürlich ein Dorn im Auge. Ich habe mit Herrn Mooshammer da versucht, ab und zu darüber zu kommunizieren. Aber er hat da abgeblockt. Er hat gesagt, das ist seine Privatsache und das ist sein Leben, das er abends privat führt, und er möchte darüber eigentlich nicht sprechen und er will auch nicht, dass ich mich da in irgendeiner Form einmische. Fahrer und Bodyguards begleiten Mooshammer aber nur bei seinen öffentlichen Auftritten. Immerhin, Personenschützer Werner Wittek rettet vor rund einem Jahr dem schillernden Schneider sogar das Leben. Hallo. Fein, guten Abend. Ja. Herr Mooshammer bekam einen Drohbrief sowie einen Anruf. Ich habe aufgrund dieser Geschichte den Personenschutz verstärkt bei einer Autogrammstunde in einem Münchner Kaufhaus.
fiel mir eine Person auf, die mit der rechten Hand in der Manteltasche vom Herrn Mooshammer sich dann aufgebaut hat. Und wie ich den Mann dann überwältigt habe, weggezogen habe, haben wir festgestellt, dass der also ein Butterfly-Messer in der Tasche hatte und auch zugegeben hat, dass er der Anrufer war und den Brief verfasst hat und er wollte also den Herrn Mooshammer umbringen. Rudolf Mooshammer, geboren am 27. September 1940. Sein Aufstieg beginnt Ende der 60er. Er ist erfolgshungrig und extrem ehrgeizig, wohl auch um seiner Vergangenheit zu entfliehen. Der Vater hatte eine Versicherungsgesellschaft, die aber scheinbar wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen hatte. Und dadurch wurde der Vater zum Alkoholiker und zum Obdachlosen, weil er zu Hause es nicht ausgehalten hat. Er hat die Nächte auf den Bänken verbracht, kam ab und zu nach Hause und hat die Familie sogar bedroht, was für Mooshammer und Mutter oft sehr gefährlich sich darstellte. Mooshammer und Mama Else, unzertrennlich bis zu ihrem Tod 93. Mit ihrer Hilfe und einem schwulen Gönner etabliert sich der Modedesigner, der nie eine Schneiderlehre absolvierte, in Münchens bester Lage. Also, Mooshammer-Geschäft erweitert sich jetzt auf 3 Etagen, die dreifache Ladenfläche. Und das ist die oberste Etage, ist dann mit einer Treppe verbunden mit unserem Hauptgeschäft und mit den unteren Räumen noch. Und hier haben wir, das sind schon die ersten Bönsch drin, es ist alles noch unfertig. In den nächsten Tagen wird das eröffnet hier offiziell. Und hier sind die Bönsch für unsere Maßabteilung, die dann natürlich noch viel mehr werden, kommen 100 noch dazu. Und hier sind schon die ersten konfektionierte Anzüge. Und nun gibt es auch konfektionierte Anzüge ab 900 Mark. Mooshammer, der Charmeur. Er kann aber auch anders. Oktober 96, radikale Tierschützer beschließen spontan, der Boutique einen Besuch abzustatten. Ja, es ist offen, kommt rein. Es ist offen. Das Kalkül, Mooshammer gleich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gleich Presse. Pelz! Pelz! Pelz ist Mord! Ich möchte Sie auf die Terrasse gehen. Pelz! Pelz ist Mord! Machen Sie bitte die Tür auf, Andreas. Pelz! Pelz ist Mord! So, ich möchte Ihren Namen bitte haben, bitte. Moment, schade, dass Sie rauskommen. Jetzt schade, dass Sie sofort rauskommen. Sofort raus. Sie auch. Sie auch. Und das lassen Sie mir nicht gefallen. Darf ich Ihnen das geben, Herr Mooshammer? Sie sind genauso frech. Schade, dass Sie da rauskommen. Im Moment. Schade, dass Sie rauskommen. Okay. Sie haben mich geschlagen, Herr Mooshammer. Und Sie, und das Sie ist eine Geschäftsschädigung, was Sie hier machen. Sie haben mich gerade geschlagen. Raus, bitte. Das raus. Ist Ruhiger ging es dagegen in Mooshammers Gasthaus zu. Die Hundskugel, Münchens älteste Wirtschaft, ist das zweite Aushängeschild der weiß-blauen Boulevard-Ikone. Wirtin Barbara Sick hat aus dem Radio vom Tod ihres Verpächters erfahren. Trotzdem deckt die 61-Jährige die Tische ein. Ja, seit 1983 hat er es gekauft, hat dann das renoviert, hat die Dekoration gemacht, hat eigentlich das ganze Haus innen renoviert, weil außen dürfen wir nichts verändern, weil es ja unter Denkmalschutz steht. Und ja, das ist, und hat man halt so gepflegt und heute halt so, wie es er will, weil das war sein Lebenswerk eigentlich, da war er furchtbar stolz drauf. Aber Sie haben jetzt auch nicht geschlossen? Nein, das wäre nicht im Herrn Mooshammer sein Sinn. Zuerst habe ich schon fast gemeint, aber man denkt, nein, wenn ich das mache, dann schimpft er noch von oben runter. Und darum habe ich das nicht gemacht, weil das wäre nicht in seinem Sinne. Denn Mosi, so sein Spitzname, ist Geschäftsmann durch und durch. Besonders geschickt verkauft er seinen Namen und seine Glitzerphilosophie. Natürlich nicht umsonst. Der prominente Modehändler lässt sich die meisten seiner Auftritte teuer bezahlen. Die Selbstinszenierungsmaschinerie wirft immer mehr Geld ab, bald weitaus mehr als die Mosi Mode. Rechtsanwalt Lutz Libberts. 10 Jahre war Mooshammer sein Mandant und Freund. Entsprechend gut ist seine Kenntnis der mooshammerschen Finanzverhältnisse. Das Hauptaugenmerk war nicht mehr seine Boutique. Das war eine Fassade für ihn, zum Darstellen auch, sondern die hohen Werbeverträge mit Nestle, mit McDonald's.
dann mit Radiosendern. Also da hat er sehr viel gemacht. Zudem steigt Mooshammer in das Devotionaliengeschäft ein. Es gibt Mosi-Bücher, Mosi-CDs und vor 3 Jahren Mosi im Kino. Er spielt eine kleine Rolle im Film 666. 2001 tritt das Münchner Original sogar in der Vorausscheidung des Schlager-Grand Prix an, allerdings erfolglos. Immer an seiner Seite Irena de Pitakus von Jokrim, kurz Daisy, die ihn im Übrigen zu einer eigenen Hundepflegeserie animierte. Donnerstagnacht wird die Yorkshire Terrier Hündin zur Mordzeugin. Der Hund befand sich im Schlafzimmer, das war auch sein üblicher Aufenthaltsort und wird jetzt betreut, nachdem er zunächst von der Polizei betreut wurde, von dem Fahrer des Herrn Mooshammer. Wohl nicht das Einzige, dass der Chauffeur und die anderen Angestellten von ihrem Chef erben werden. Vertraute schätzen das Vermögen des Ermordeten auf mehrere Millionen. Also er hat gesagt natürlich, dass er ein Testament hat. Aber was drin steht, weiß ich nicht. Dürfte ich und könnte ich auch nicht sagen. Aber ich denke, viele Obdachlose werden sich freuen können. Denn ich denke, ich habe ja, bin ja auch Gründungsmitglied dieses Vereins. Und ich glaube, dass er da einen Großteil seines Vermögens vermacht hat. Mooshammers Einsatz für die Obdachlosen. Er war im Gegensatz zu seinem anderen Leben ungekünstelt. Vor 11 Jahren gründet er Licht für Menschen ohne Obdach e.V. Zudem unterstützt er Armenspeisungen wie hier die Münchner Tafel. Die Galionsfigur der Münchner Schickeria legt selbst Hand an und verzichtet auf Champagner und Kaviar. Einmal im Jahr besuchte Mooshammer auch Jürgen Gottschalk unter der Reichenbachbrücke. Der 42-Jährige lebt seit 10 Jahren auf der Straße. Ihm hatte Mooshammer oft die Geschichte seines obdachlosen Vaters erzählt. Werden Sie ihn vermissen? Ja. Warum? Ja, schon. Nicht wegen Geld oder sonst irgendwas, sondern wegen Reden. Man kann gut mit ihm reden. Weil er ist nicht einer, der sagt, verpiss dich. Sondern er sagt, man kann quatschen mit ihm. Das geht nicht um Geld oder irgendwas. Mooshammer, der Menschenfreund. Am 8. Januar entstehen die folgenden Bilder. Sie zeigen die Versöhnung Roberto Blancos mit seiner Frau Mireille. Mooshammer ist nicht ohne Grund eingeladen. Er hatte in der zerrütteten Beziehung vermittelt. Den Entertainer mit kubanischen Wurzeln, heute Morgen von München auf dem Weg nach Hamburg, nimmt der Tod des Freundes sichtlich mit. Meine Frau hat geheult wie ein Kind, als ich das hörte. Und ich war platt. Ich war im Ausland. Und als ich das, die Bild-Zeitung rief mich an. Und ich wusste, was passiert. Was passiert, um Gottes Willen? Ich habe an 1000 Sachen gedacht, aber. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch einen Tag vorher mit ihm telefoniert. Und das ist, das, also, wenn wir uns wieder treffen, hat viel Spaß gehabt und so. Aber Gott hat ihm, er ist jetzt bei seiner Mutti oben. Der Münchner Ostfriedhof heute Nachmittag. Auffallend in der Reihe der Grabstellen das Mausoleum, das Rudolf Mooshammer für seine Mutter errichten ließ. Und für sich.